Friedrichshafen am Bodensee. Ruhig, beschaulich, das ideale Versteck für Mr. X. Doch die Detektive machen sich schon bereit, um den geheimnisvollen Unbekannten zu jagen. Im Rahmen einer besonderen Aktion der Deutschen Telekom konnten 20 engagierte Detektive das Handygame Mr. X Mobile testen. Die Deutsche Telekom hat dieses Spiel zusammen mit der Uni Bonn entwickelt, denn es zeigt eindrucksvoll, was moderne Handys in einem guten Mobilfunknetz mittlerweile leisten. Wer das selber ausprobieren möchte, kann dieses Spiel Mr. X Mobile bei www.gameslot.de kostenlos herunterladen. Los geht's! Das Spielprinzip ist ganz einfach. Angelehnt an den Brettspielklassiker Scotland Yard begeben sich die Detektive auf die Jagd nach dem unbekannten Mr. X. Ausgestattet mit einem GPS-fähigen Handy sehen sie dessen Position auf ihrer Karte nur alle anderthalb Minuten. Die restliche Zeit ist Mr. X unsichtbar. Wenn die Detektive Mr. X schnappen, haben sie gewonnen. Schafft es Mr. X über einen gewissen Zeitraum ohne entdeckt zu werden, gewinnt er. Die Jagd führte die Detektive quer durch Friedrichshafen. Dabei scheuten sie keine Mühen. Jeder Winkel wurde unter die Lupe genommen. Und die unermüdliche Suche zahlte sich aus. Mr. X konnte gefasst werden. Stopp! Ja, also ich fand es echt voll cool, weil es hat voll Spaß gemacht, dann mit den Handys da dann in der Stadt rumzulaufen und dann eben zusammen mit meinen Freunden. Man ist halt auch irgendwie ins Ecken gekommen, Friedrichshafen, wo man gar nicht gekannt hat. Man hat das Spiel an sich auf dem Handy vor sich und man läuft trotzdem noch so quasi rum, durch die Stadt rennen, jemanden finden, suchen. Ja, und es hat dann halt auch echt Spaß gemacht, da dann eben immer die ganze Zeit kommunizieren zu können, die anderen anzurufen und immer zu sehen, wo die anderen rumlaufen. Also ich würde es wieder spielen. In Friedrichshafen hat es für Mr. X nicht geklappt. Doch er ist schon auf dem Weg in die nächste Stadt.